So, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit mir, dem Endking. Und ja, wir sind in der Hafenkneipe bei Cardiff und ich wollte noch ein paar Informationen über die vermissten Leute sammeln. Tja, da können wir auch ein paar Erfahrungspunkte. Und die brauche ich nämlich unbedingt, um meinen 2-1-Skill ordentlich aufzupushen. So, weißt du etwas über die vermissten Leute? Ja. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Okay, dann rede ich erstmal mit dem Fischhändler. Dem Fischer. Bis gleich. Ja gut, ich kann es auch mal zeigen, wo ich hergehe. So, von hier aus geht einfach hier. Oh, und hier sind alle überall Paladine. Überall. 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 Tja. Aber man könnte ja auch ein bisschen hoch. Hier oben ist das auch das Warenlager von denen. Tja. Hey, hallo. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Echt? Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Oh. Was gibt's denn hier oben? Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und Aha. Du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Kannst du mir etwas verkaufen? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. So. Was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf, okay, Meisterdegen, Runenschwert. Ah, ich glaube nicht, dass wir irgendwas davon gut gebrauchen können. Nicht wirklich. Wegen der Magie, nö. Na gut, haben wir wenigstens mal. Kennen wir den wenigstens hier. Und, wow, nicht sterben. Oh. Ich schau mal bei der Höhe schon einmal, was passiert, du. Ja, hier ist einmal der Fischer-Typ. Ich glaube, aber erstmal hier ein bisschen essen. Fischer brauchen noch nichts zu essen. Na. So. Du weißt auch etwas über die vermissten Leute? Hey. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Larus erzählte uns mal, dass einer seiner Kumpel verschwunden ist. Aber erstmal, was ist mit der Miliz? Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Tja. Hast du mit den Paladinen schon mal drüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Tja, vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, und jetzt weißt du etwas über die vermissten Leute. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Welchen Typen? Aber wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Frage jetzt mal so. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her.
Ist er nicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Ach was. Irgendwann werden wir ihn schon finden. Das versichere ich euch. Ach was. Lauf doch nicht in die Hütte, Junge. Ja, und hier geht's lang zu dem Schiff der Perlin. Das wollte ich euch auch mal zeigen. War ich ja noch gar nicht. Tja. Das hat nämlich hier angelegt. Da ist es. Ah, wunderschön. Göttlich. Guckt es euch an. Ah ja, mal gucken, ob wir drauf kommen. Hey, wir wollen es einmal besichtigen. Was ist denn los? Können wir mal kurz drauf? Ein paar Fotos schießen oder so? Hi. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Okay. Dann haben wir wieder ab. Tja. Dann... Wollte ich hier nochmal... Oh, wenn wir da runterfallen, dann würden wir, glaube ich, abfrecken. Ich meine... Zack. Ah, so. Guck mal, hier ob noch irgendwas Licht. Danach sprechen wir mit Martin über das Problem von Farim. Die Musik ist episch. Ah, ja, speichern hier. Läuft nämlich irgendwo noch ein Varan rum, soweit ich mich noch gut erinnern kann. Tja, mal gucken, ob hier... Liegt hier gar nichts mehr? Ich dachte, wir liegen... Wow, da ist er Varan. Verdammte Kacke. Ob wir den besiegen können? Ich weiß es nicht, aber ausprobieren können wir es dann. Nein, ich hoffe, wir sind gleich tot. Wir sind jetzt tot. So. Also, das nicht machen, meine lieben Kinder. Ja, hier. So, jetzt natürlich wieder total gequetscht, also sehen wir uns erstmal wieder bei Martin, ne? Bis dann. Tja, Martin, kannst du nicht den Farim jetzt helfen hier, dem Fischer? Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Oh, das ist aber nett, du. So, dann sagen wir noch kurz Bescheid. Aber es ist ein bisschen zeitaufwendig ist hier die ganze Sache, nur die ganze Zeit zu quatschen. Naja, mal nichts machen. Farim, er wird dir helfen, also... Hey, du! Ne? Alles klar, alles klärchen. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladin, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinnes gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Oh, Aquamarin, danke schön. Das war nicht du. Okay, dann sehen wir uns beim Fischerhändler jetzt wieder. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber okay, bis gleich. So, Halvor hieß er, genau. Hi, Halvor. Hey, brauchst du Fisch?
Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ah, cool. Kannst du etwas über die vermissten Leute erzählen? Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinnis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Was redest du denn da? Vermisst du jemanden? Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Kennt jemanden, der vermisst wird? Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Ah, okay, da gehen wir gleich hin. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinnis. Das ist wahr. Tja, dann reden wir erstmal mit... Dingens, den Schiffsbauern. Bis gleich. So, hier sind auch die Schiffsbauer. Gavel heißt der eine. So. Na, was hast du uns denn du was hast du uns denn zu erzählen? So, was machst du hier? Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Oh, es ist so eilig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Okay. Warum wird denn dein Schiff nicht fertig? Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Ah, den. Wer? Dir fehlt ein Arbeiter? So. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ha, es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wie paranoid ist der denn? Boah. Na gut. Dann reden wir nochmal ganz kurz mit Jack hier. Ich weiß nicht, ob ich das so schneiden kann. Naja, mal gucken. Jack hat nämlich auch ein Problem. Der. Ja. Reden wir mal mit ihm. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinnis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Oh je. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm.